Die IFA steht ja für die weltweit größte Neuheitenmesse für Consumer Electronics, Home Appliances. Also am Ende alle Geräte, alle Nutzungsmöglichkeiten zusammen mit Elektronik, Elektrotechnik zu Hause für den Konsumenten. Und natürlich dieses Jahr gibt es wieder eine Fülle an Neuheiten. Die Trends sind ja bekannt. Künstliche Intelligenz, Vernetzung, all das prägt im Moment die Gerätewelt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite staunt man immer wieder, jetzt kommen die Geräte raus, die das für den Konsumenten in einfachster Form ermöglichen. Bestes Beispiel sind für künstliche Intelligenz die Lautsprecher, die einem plötzlich als Serviceagenten in der Welt helfen. Ob das jetzt zu Hause ist, im Wohnzimmer oder, was letztes Jahr schon auf der IFA als Prototyp vorgestellt wurde, in der Küche, wo einem geholfen wird, die Rezepte zu finden, wo einem beim Kochen geholfen wird. Das sind ganz konkrete neue Produkte, die hier auf der IFA dieses Jahr ausgestellt werden. Trotzdem würde ich gerne natürlich nicht vergessen, welche ungeheure innovative Kraft in der Entwicklung zum Beispiel von TV-Geräten steckt. Wenn ein TV-Gerät des aktuellen Programms vergleicht mit einem TV-Gerät vor 2 Jahren, sehen Sie, welche enorme Technikentwicklung dahinter steckt. Sie sehen, welche Bildqualität sich verbessert hat, welche neuen Technologien eingeführt wurden, mit neuen Abkürzungen dann in der Regel. Das Ganze sehen Sie auch in der Audiowelt, wenn Sie sehen, welche Sprünge es gibt für Lautsprecher in der digitalen Musik. Das sind alles Produkte auf der IFA, wo wir eine Vielfalt erwarten, die wir bisher so noch nicht auf der IFA gesehen haben. Und nicht zuletzt im Bereich Fitnessgesundheit gibt es neue Produkte, und da hörte ich schon von verschiedenen Ausstellern, dass zum Beispiel bei Smartwatches die 2., 3. Generation jetzt zur IFA gebracht wird. Eine große Zahl an Unternehmen mit Uhren, die mit Sicherheit besser nutzbar sind als die der 1. Generation. Na gut, die Geschichte der IFA bedeutet natürlich die Geschichte der großen deutschen Funkausstellung. Seit 1924, mit dem Beginn des professionellen Radios, gibt es in Berlin diese Messe, und sie ist natürlich über all die neuen Produktgenerationen mitgegangen. Ich weiß noch, die Diskussion nach Radio, Fernsehen, um das Jahr 2000 rum war, wird es den Fernsehen noch geben, macht nicht alles der Computer, müsste das nicht eine IT-Messe viel besser abbilden können als eine IFA? Die haben gesagt, nein, Fernsehen, TV, Radio sind starke Rückgrate der IFA selber, haben uns wirklich darauf fokussiert und gesagt, der Fernseher zum Beispiel ist das digitale Lagerfeuer für die Familie, wo man sich versammelt nach wie vor, was man auch immer damit macht, welchen Content man sieht, ob es TV ist, im klassischen Sinne der großen TV-Sender, ob es Video on Demand ist oder ein Computerspiel, all das geht am Fernseher heutzutage. Insofern ist er natürlich noch im Zentrum. Gleichzeitig wird zum Beispiel die Küche immer mehr zum Wohnraum und zum digitalen Wohnraum. Es geht nicht nur um den Kühlschrank oder um den neuen Herd, wunderschöne Geräte oder um neue Kleingeräte, sondern auch, dass in der Küche natürlich Medien genossen werden, dass die Familie gemeinsam mit den Medien darum in der Küche sitzt. Also die Verbindung ist ganz klar. Und für die IFA bedeutet das, mit der Zeit zu gehen. Was ist die Gerätewelt für die Konsumenten in der Zukunft? Und vielleicht wird es sogar noch viel wichtiger zu fragen, was sind die digitalen Nutzungsmöglichkeiten für den Konsumenten in der Zukunft und welche Geräte bilden ihn an welchem Ort in verschiedensten Konstellationen ab. All das wollen wir als IFA immer wieder aufzeigen. Insofern fühlen wir uns für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Traditionellerweise steht die IFA für Produkte. Das heißt, man kommt zur IFA und kann die neuesten Produkte sehen. Aber natürlich sind die Technologien dahinter, künstliche Intelligenz, Vernetzung, Virtual Reality, wichtige Trendthemen, die die Produkte beeinflussen und die den Produkten neue Möglichkeiten auch eröffnen. Das zu zeigen ist auf den normalen Ständen der Aussteller ein bisschen schwieriger. Und wir haben in der IFA aber festgestellt, wir haben so viele einzelne Innovationspunkte, ausstellerunabhängig, ob das das damalige TechWatch war, ob das Konferenzen sind für spezielle Inhalte, dass wir uns entschlossen haben, wir führen alles in einer neuen Halle zusammen und machen wirklich die Innovation über das einzelne Produkt hinaus erlebbar. Das ist in Halle 26, ab diesem Jahr, hat einen eigenen Namen, IFA Next, und meint wirklich, was hinter der nächsten, übernächsten IFA stehen wird. Wir fassen alles in einer Halle zusammen, was an Ideen für die nächsten Jahre der IFA auf
dem Marktplatz ist und versuchen über den Austausch, über das Kennenlernen der Ideen natürlich diese Ideen zu beschleunigen. Für mich als IFA-Chef gibt es natürlich ein kleines Problem. Ich sehe so viele technische Innovationen, dass irre viele Wünsche entstehen. Und dann sehe ich immer nur das Schönste, das Beste, das Neueste, dass ich genau das immer haben will. Und irgendwann reicht es dann doch nicht mehr mit dem Gehalt. Insofern, nein. Ich achte schon sehr drauf, was ich an Qualität in meinem Wohnzimmer bekomme. Das interessiert mich wirklich sehr. Ich freue mich persönlich, das ist mein Rückzugsort in all dieser technisierten Produktwelt, wenn ich gute Audioprodukte habe, gute Audioprodukte, gute Lautsprecher, wunderbar Musik in guter Qualität hören kann. Das ist mir immer wieder eine besondere Freude. Und insoweit empfinde ich schon als Glück, dass ich die IFA machen darf.